Ja, also, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Kein Unglück? Was soll das Blabla? Wo war Gott, als Pauline in die Güllegrube stürzte, in der Schweinescheiße absoff? Sie war doch erst 25, verdammt nochmal! Mein Sohn, das ist jetzt nicht der rechte Zeitpunkt, mit dem Schicksal zu hadern. Wir wollen Pauline in Würde verabschieden. In Würde? Na klar. Darauf würde sie pfeifen, das kann ich euch allen hier versichern. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst meine Haut mit Öl und schenkest mir voll ein. Genau darum geht's, Herr Pfarrer. Was ist in jener Nacht von Paulines Tod geschehen? Sie soll betrunken in die Güllegrube gestürzt sein. Aber Pauline trank höchstens mal ein Bier oder ein Glas Sekt zum Anstoßen. Und dann hat sie auf einmal 1,2 Promille Alkohol im Blut. Meine Pauline, da stimmt doch etwas nicht. Der liebe Gott hat dir sicher nicht eingeschenkt. Ehemann von der Stimme Deutschlands. Wie hat dir das geschmeckt, hä? Der plötzliche Erfolg deiner Frau? Wie vielen Verehrer? Hast du sie unterstützt? Hast du ihr geholfen? Allein gelassen hast du sie. Zum ganzen Stress hast du Pauline auch noch mit Vorwürfen zugemüllt, sie bespitzelt und ihr alles madig gemacht.